Heute widmen wir uns einem echten Küchenklassiker. Es geht um Kartoffeln. Und daraus entstehen, Sie wissen das, lauter Lieblingsrezepte. Wir machen zum Beispiel einen ganz würzigen Kartoffelgulasch. Wir machen gebackene Kartoffeln mit einem Zwiebeldip. Kartoffelsandwich, ganz pfiffig. Eine hochfeine Kartoffelsuppe. Und natürlich machen wir auch einen Kartoffelsalat. Wie könnte es denn anders sein? Lauter neue Rezepte. Kommen Sie mit. Sie sehen uns Kartoffeln schälen. Die haben wir schon aufgesetzt, damit wir vorankommen. Ja, denn wir wollen aus diesen Kartoffeln ein Kartoffelsandwich machen. Und dazu braucht man vorzugsweise längliche Kartoffeln, die festkochen sollen. Wir haben hier die Sorte Belana. Und ich schneide sie längs in zwei Hälften. Und diese Hälften werden gewürzt mit Pfeffer, mit Salz. Ich tue ein bisschen Paprika noch drauf. Schönen, milden, aber würzigen Rosenpaprika. Und dann werden die Kartoffelhälften belegt mit ein bisschen Schinken. Die Kartoffeln selber sind ja auch gut warm. Deswegen nehme ich diesen Dreizack, auf den man die Kartoffeln schön aufspießen kann, ohne dass man sie spaltet, was ja, wenn man sie auf die Gabel tut, leicht passieren kann. So, ich lege das aufeinander und drücke sie ein bisschen flach. So, das ist mein Sandwich. Und den umwickle ich mit einer Speckscheibe, so dass die Kartoffel nicht auseinander... Oh, da geht's schon aus. So geht's schon dahin. Aber das macht ja nichts, weil die Speckscheibe hält alles wieder zusammen. Einfach drumherum wickeln und dann legen wir sie gleich in die Pfanne. Die Nahtstelle nach unten, damit es sich gleich, sobald das heiß wird, schließt und die Speckscheibe tatsächlich das zusammenhält. Dazwischen, das macht die Sache frisch. Schön. Und jetzt braten wir das rundherum von allen Seiten, bis der Speck schön knusprig ist und alles schön zusammenhält. Und in der Zwischenzeit machen wir noch einen kleinen Salat dazu. Und der Salat ist schnell gemacht. Bisschen gehackte Kräuter, Senf, ein Schüsschen Essig, Pfeffer, Salz, Öl und dann einfach mit der Gabel zack, zack durchgeschlagen. Zu einer schönen Emulsion, gibt eine schöne Bindung. Der Senf ist genau das Richtige zu dem Speck und Schinken. Und dann kann ich schon kommen. Dann kannst du schon servieren. Ich schalte es mal hier ab, dann ist es in der Nähe. Und jetzt serviert man einfach, also zwei pro Person ist ja auf jeden Fall eine gute Menge. Aber es gibt sicher Leute, die noch einen zweiten oder einen dritten haben wollen, oder? Denke ich doch. So, und ein bisschen Salat drauf auf den Teller. Das sieht doch super aus. Und ich kann Ihnen sagen, es macht wirklich nicht viel Mühe. Lässt sich gut vorbereiten. Sie können die ja einfach schon mal packen, die Päckchen. Unsere Sandwiches schnüren und beiseite stellen, also kalt stellen. Und dann einfach braten, wenn gegessen werden soll. Wir haben Ihnen ja einen Kartoffelsalat versprochen. Einen besonderen natürlich. Und da ist eine wichtige Zutat. Oktopus. Der Tintenfisch, die Krake, sagt man bei uns. Oktopus, finde ich, klingt immer viel netter. Oktopus, weil er 8 Füße hat. Und da haben viele Leute Respekt davor, aber er ist ganz einfach zuzubereiten. Man legt den gewaschenen Oktopus, der schon vom Händler vom Maul befreit wurde und die Augen hat er auch schon rausgeschnitten. Sehr praktisch. Und dann kaufen Sie am besten solche, die nicht zu groß sind. Genau, die haben ungefähr 450 Gramm. Das ist absolut ideal. Dann kommt da eine ordentliche Prise Salz drauf. Und zwar ziemlich viel. Ja, 2 Esslöffel auf 2 Liter. Und dann kommt noch hinzu Knoblauch. Den würde ich zerdrücken. Knoblauch aus dem eigenen Garten. Der ist schön klein geblieben, macht viel Arbeit dadurch. Aber auf diese Weise kann man ihn wunderbar verwenden. Und da wir ihn ja nicht essen wollen, braucht man auch nicht zu schälen. Kommt also mit der Schale rein. Und dann kommt noch ein bisschen... 2 Lorbeerblätter und eine Chilischote. Petersilienstiele.
Die Petersilie brauchen wir ja nachher sowieso. Dann machen wir die Stiele ab und lassen die gleich mitkochen. Ich habe hier eine Criolla Sella, das ist eine mittelscharfe Sorte. Man kann aber wunderbar auch getrocknete. Die ganz normale rote oder eine getrocknete Chilischote. Scharf oder nicht so scharf, je nachdem, wie man das mag. Und jetzt und lässt man das Wasser langsam zum Kochen kommen. Und dann stellt man die Hitze ganz klein und lässt den Oktopus unter dem Siedepunkt leise vor sich hin sieden. Je nach Größe zwischen 5, 10, 20 Minuten. Also die ganz 400 Gramm schwere etwa 10 Minuten. Genau. Und dann kommt was ganz Entscheidendes. Im Kochwasser abkühlen lassen. Dieses Durchziehen im langsam sich abkühlenden Sud, das gehört unmittelbar zur Garzeit dazu. Unbedingt. Ja. Sonst wird es nichts. Es gibt ja heiße Tipps, wie angeblich der Oktopus zart wird. Aber zart wird er eben auf diese Weise und auf gar keinen Fall sprudeln kochen. Da wird er immer hart, egal wie lange Sie ihn kochen. So, jetzt beginnt es zu kochen. Da gehen wir mit der Hitze runter und legen einen Deckel auf, damit der Oktopus auch untergetaucht wird. Und dann kommt der Deckel auf den Topf und es darf bei milder Hitze eben 10 Minuten leise vor sich hin köcheln. Unser Kartoffelsalat, den wir ja mit Oktopus mischen wollen, der ist jetzt an der Reihe. Da können wir jetzt bequem reinfassen, weil inzwischen hat sich der Oktopus im Kochwasser abkühlen dürfen. Wie sieht der schön aus? Guck mal, sieht der schön aus. Ja, es hat sich alles appetitlich gekringelt. Und wenn man jetzt so ein Stückchen abschneidet und reinbeißt, dann stellt man fest, es ist wunderbar zart. Und das ist ein großes Vergnügen. Und bei den Kartoffeln ist es genau andersrum. Die sind jetzt viel fester als eine frisch gekochte. Die sind nämlich auch abgekühlt. Und die Stärke darin hat abgebunden. Und deswegen kann man die jetzt auch in schöne Scheiben schneiden, die sich nicht so leicht auflösen. So, und Sie haben gesehen, ich habe nicht nur hier eine weiße Kartoffel, vorwiegend festkochend. Und die wird natürlich auch ganz fest, wenn sie abgebunden hat, sondern auch eine blaue. Manchmal werden die als Urkartoffeln verkauft, aber es ist eben eine Varietät von vielen, vielen Tausenden, die es in Südamerika gibt. Kann ich die Schüssel haben? Dann kann ich die schon mal reintun. Ups. So. Und das sind also die beiden Hauptbestandteile. Passt gar nicht alles rein in die Schüssel. Wir brauchen eine größere. So. Dankeschön. Die Bohnen müssten jetzt bissfest sein. Es kommen nämlich jetzt zweierlei Bohnen dazu, nämlich grüne Bohnen und Bohnenkerne. Das sind eingeweichte weiße Bohnenkerne. Ja. Die habe ich bissfest gekocht, ins Kochwasser nur Salz und ein wenig Knoblauch. Die grünen Bohnen haben wir eben gekocht, die muss ich jetzt abgießen. Es kommt außerdem hinzu Frühlingszwiebeln, die schneide ich fein. Und dann kommen sie in Eiswasser, damit sie schön ihre Farbe behalten. Dann Bohnenkerne rein. Da würde ich nicht alle nehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Die grünen Bohnen. So, dann Petersilie. Glatte Petersilie. Die haben wir ja vorhin beiseite gelegt. Und ein bisschen Sellerieblätter, also vom Stangensellerie, vom hellen. Der ist zart. Der ist nicht so heftig wie der von Knollensellerie. Und gibt dem Salat nochmal eine neue Dimension. Das ist so eine winterliche Variante. Im Sommer würde man natürlich ein Basilikum nehmen. Ja, genau. Das Basilikum ist ja das ligurische Urkraut. So, Knoblauch. Und was nicht fehlen darf, ist Knoblauch. Und es darf auch ein bisschen Chili da dran. Dann nehme ich einen roten Chili hier. Und dann haben wir die Grundbestandteile. Etwas Zitronenschale brauchen wir noch. Das ist ganz wichtig beim Oktopus und überhaupt in Ligurien. Dann brauchen wir natürlich auch ordentlich Zitronensaft. Dann haben wir noch ein bisschen Salz. Da passen wir aber auf, weil ich gebe jetzt ein bisschen von dem groben Meersalz rein. Das schmilzt nur ganz langsam. Indem man jetzt das Öl schnell zufügt. Genau, warte, ich fange schon mal an zu mischen. Jawohl, super. Und zwar ist das ein ligurisches Olivenöl natürlich, wenn wir einen ligurischen Salat machen. Und das ist auch gar nicht unwichtig, denn das ligurische Öl ist besonders sanft, ist nicht so bitter und ist fast süß. Wunderbar. Und sieht es nicht fantastisch aus? Mit dem Blau dazwischen und dem Grün und dem Weiß und dem Gelb von den Kartoffeln.
Also das ist mal wieder Kartoffel at its best. Ja, es sind eben Gemüse, die auf Augenhöhe sozusagen miteinander korrespondieren. Genau, man braucht überhaupt keine Beilage oder was dazu. Das ist ein ganzes Essen. Ah, du kannst mal auftun und dann gucke ich mal, was wir dazu trinken. Ich habe nämlich da auch eine Idee. So, noch ein bisschen von diesen hübschen Tentakelärmchen. Die sehen doch entzückend aus. Also in Ligurien gibt es relativ wenig Wein. Deswegen kriegt man den in Deutschland relativ selten. Vor allem die Sorte Vermentino. Und der muss das Meer sehen und passt deswegen hervorragend zu den Meeresfrüchten. Toll. Es ist eine absolut perfekte Kombination. Ich kann nur empfehlen, das nachzumachen. Nachdrücklich. Ein kleines Geschenkpaket für Ihre Gäste. Ich habe nämlich hier schon mal eine Kartoffel vorbereitet, die wir als Ofenkartoffeln backen wollen. Und dafür brauchen wir gleich große Kartoffeln, damit sie auch dieselbe Garzeit haben. Und die werden eingepackt, indem man erstmal unten ein kleines Füßchen abschneidet, dass sie auch wirklich stehen kann. Dann wird sie von oben eingeschnitten, kreuzweise, dass sie so ein bisschen aufklafft, wenn man das versucht aufzumachen. Und da hinein kommt jetzt ein gutes Stück Butter. Ich setze das Ganze auf ein Stückchen Backpapier und versuche das hier so reinzudrücken. Es kommt obendrauf Pfeffer und es kommt ein bisschen Salz hin. Und jetzt habe ich noch ein schönes Lorbeerblatt und das wird hier noch dazwischen gestopft. Das ist jetzt genügend Aroma für die Kartoffel, die wir jetzt so einpacken, dass sie im Ofen in heißer Luft steht und nicht ausgetrocknet wird, sondern gart. Die stellen wir jetzt auf einem Backblech so auf, dass wir in der Mitte noch Platz haben für die Zutaten für unseren Soßendip. Dafür schneidet der Moritz gerade schon die Zwiebel. Da habe ich mit Zwiebel zu tun und das steigt mir auch schon ganz gewaltig in die Nase und in die Augen. Wenn ich also jetzt zu weinen beginne, dann wissen Sie warum. Bin ich schuld? Nein. Ich habe auch zwei Knoblauchzehen hier mit reingearbeitet. Und diese grob gewürfelten Zwiebeln, die sollen schmelzend weich werden und kommen eben dazu auch etwa eine Stunde in den Ofen. Jetzt wird gesalzen. Dann werde ich auch reichlich pfeffern. Und Olivenöl muss dran. Aber ja, nicht zu knapp. Nein, Pfeffer eben auch nicht zu knapp. Aber damit noch ein bisschen Schärfe dabei ist, nehme ich ein bisschen Chili, das ist hier ein Long John, so viel brauchen wir natürlich nicht. Der ist auch nicht so sehr scharf, aber hat ein ganz schönes Aroma. So, jetzt reichlich die Zwiebeln in Olivenöl baden, damit sie schön brutzeln können. Und schon du bist doch wesentlich gut. Geschickter als ich. Und ich habe einfach mehr Übung. Und dann kam es nämlich in den Ofen, der ist schon vorgeheizt. Wir brauchen dafür ziemlich viel Hitze. Ich habe ihn auf der Heißluft 210 Grad. Und Ober- und Unterhitze sind es 230 Grad. Also manche Backöfen können gar nicht mehr. Aber wir brauchen eben die Hitze im Paket und die Zwiebeln sollen ja auch richtig bräunen. Ich mache dir auch den Ofen an. Ja. Und es braucht trotzdem ungefähr eine Stunde. So, unsere Kartoffeln im Päckchen müssten jetzt gar sein. Kommt ein mächtiger Dampf raus und verhüllt mir die Sicht. Dann kann ich ja den Ofen wieder zumachen. Und die Zwiebeln haben gut Farbe bekommen, aber die Farbe signalisiert natürlich auch Geschmack. Und die kommen jetzt in diesen Mixtopf mitsamt dem Öl, was da und dem Saft, der da rausgelaufen ist. Und zwar habe ich hier Frischkäse. Sie wissen ja schon, ich nehme ja immer gerne den griechischen oder türkischen Joghurt, der mit 10%. Und den lasse ich dann in einem Sieb 2 Tage im Kühlschrank abtropfen. Und dann hat er alle Molke verloren und ist schön cremig, fest. Und das wird jetzt mit Zitronenschale und Zitronensaft gewürzt. Das sieht so schön aus, das könnte man fast in den Papierteller setzen. Ja, ich würde die Päckchen einfach so auf die Platte ordnen.
So. Und jetzt wird das glatt gemixt. Weißt du, was ich machen würde? Ein Schuss Mustersoße. Ja, danke. Also, super. Schmeckt sehr, sehr gut. Kannst du das mal hier einfüllen? Und wir werden hier gleich mal was versuchen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie uns das schmeckt. Also ich würde das so servieren, dass man eine Platte hat mit den ganzen Päckchen drauf. Und dann nimmt sich jeder, was er mag, und bastelt sich seine Portion. Brauchen wir natürlich mehlige Kartoffeln. Da habe ich jetzt hier die Sorte Soraya, aber man kann natürlich auch Bintje oder Laura nehmen. Es steht ja Gott sei Dank immer auf der Packung drauf, was für eine Kocheigenschaft die Kartoffelsorte hat. Ich brauche außerdem für das Kartoffelgulasch Wurzelwerk, also Möhre, Sellerie, Zwiebel. Und die habe ich schon mal in 1/2 cm dicke Scheiben geschnitten, damit die Würfel möglichst gleichmäßig groß werden. Das hilft nicht nur, dass sie nachher gleichmäßig garen, sondern es sieht einfach nachher im fertigen Gulasch hübscher aus, wenn da exakte Würfel drin schwimmen. Aber mit den exakten Würfeln tust du dich natürlich leichter als ich mit meinen Kartoffeln. Denn aus Kartoffeln kann man kaum Würfel schneiden. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich schneide jetzt also, wenn man sagt, etwa 2 cm große Würfel. Das kommt eben auf die Form der Kartoffel an. So, und dann muss man schauen, dass das ein bisschen zusammenbleibt. Dann schneide ich die ein bisschen länger. So, und dann wird es einige Stücke geben, die wirklich gut sind, groß sind. Und andere dürfen ja auch zerfallen. Genau. Und die anderen, vor allem die spitz auslaufenden, da wird das alles verkochen. Und das wird nachher unserem Gulasch die richtige, schöne Würze geben. Nein, die Sämigkeit geben. Ich habe jetzt richtig. In einem ausreichend großen Suppentopf habe ich Rebenschmalz zerlassen. Das heißt, das läuft hier gerade noch ein bisschen durch die Gegend. Normales Schweineschmalz tut es natürlich auch. Schmalz ist der Klassiker. Denn der Geschmack zwischen dem Paprika, das in Schmalz angedünstet ist, das ist es überhaupt, was das Kartoffelgulasch typisch macht. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Knoblauchzehen, habe ich grob gehackt, gebe die auch dazu. Lass als erstes diese mit den Zwiebeln ein bisschen anschwitzen. Und wenn die so glänzen, weil das Fett sie überzogen hat, dann können wir auch die anderen Wurzeln, die Sellerie und die Möhre dazugeben. Die Kartoffeln, die habe ich nach dem Schälen immer gleich in kaltes Wasser gelegt, damit sie nicht braun anlaufen. Und ehe sie nachher hier in den Topf kommen, werden sie natürlich abgegossen. Schon steigen mir die Tränen ins Gesicht. Ja, das ist eine Zwiebel halt leider. Das Leben ist so traurig. Wer die Würze haben, wir müssen ein bisschen leiden. Genau. Es kommen jetzt auch die Kartoffeln dazu. So. Ich glaube, da könnte noch mal ein Löffelchen Schmalz rein. Ja, also man darf den Schmalz nicht so arg sparen. Nein. Kartoffeln sind Fettsauger, so wie sie auch Salz an sich ziehen. Genau. So, wir können auch jetzt schon bereits mit dem Salz beginnen. Ich sage ja immer, je früher man salzt, desto weniger Salz kommt man aus, weil es besser einzieht. Wir geben auch ruhig schon ein bisschen Pfeffer dazu. Und jetzt darf auch Kümmel dran. Und mit dem Kümmel müssen Sie dosieren, wie Sie wollen. Es gibt ja Leute, die mögen angeblich keinen Kümmel. Ich finde es schön, wenn man auf den Kümmel beißt. So, beim Paprizieren ist es wichtig, also wir brauchen 2 Sorten Paprika. Das ist der leuchtend rote, milde Delikatess-Paprika, der aus den Schoten gemacht ist, ohne Kerne. Und dann gibt es auch noch den Rosenpaprika. Der ist meistens ein bisschen heller. Und da sind die Kerne drin. Und die Scheidewände, das ist auch ganz wichtig, ja. Weil da, wo die Kerne dran sitzen, diese Wände in der Schote, die ist auch sehr scharf. Und jetzt seien Sie ruhig großzügig mit dem Delikatess-Paprika. Der ist ja nicht sehr scharf, sondern der hat Aroma. So, und jetzt kommt das Bräunliche. Die Gratwanderung machst du da hier. Dann machen wir hier rein. Ich bin großzügig, aber wie gesagt, Sie müssen selber wissen, mit wie viel Schärfe Sie auskommen oder Ihre Gäste. Und wenn wir jetzt alles schön umgewendet haben, wenn alles leuchtend rot überzogen ist von diesem Paprika, dann brauchen wir eine anständige Brühe. Das ist ein Duft. Ja, ich liebe das. Also für mich ist das ja wirklich eine Leibspeise. Erdäpfelgulasch sagt man in Österreich dazu. Majoran habe ich vergessen. Einfach zwischen den Fingern zerrebeln, passt glänzend.
Ja, Majoran ist ja auch. Das ist sowieso das ideale Kartoffelgewürz. Tja, jetzt machen wir den Deckel drauf und lassen es einfach eine knappe halbe Stunde leise vor sich hin köcheln. So, dann wollen wir mal gucken, was unser Gulasch macht. Aussehen tut es schon mal ganz vorzüglich. Die Äpfel sind durch. Sind durch und sie haben auch schon eine schöne Sämigkeit entwickelt. Gut gebunden, ja. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie das schmeckt. Ob da auch alles drin ist, was man so braucht. Kannst du so heiß? Ein bisschen Salz und ein bisschen Säure. Essig. Also die Ungarn und die Österreicher haben es ja nicht mehr mit Essig. Aber der Essig hebt den Geschmack in diesem Fall. Ich habe einen ganz alten Rotweinessig genommen. Oh, gut. Jetzt noch mal gucken. Dann gib mir hier auch was drauf. Danke. Ja. Das war's. Welten, Welten. Es ist manchmal wirklich nur ein Tröpfchen. So, dann, du gibst auf, ich kümmere mich mal hier. Du kümmerst dich um die Wurst. Und zwar gehört natürlich für diejenigen, die es brauchen, ein Stückchen Wurst rein, eine scharfe Wurst. Ich habe hier Kolbas. Man kann auch irgendwelche anderen ungarischen Würste nehmen. Und dann gibt man das in einen schönen tiefen Teller. So, jetzt gibt es viele, die tun den Kolbas in Scheiben in die Suppe. Und das macht sie natürlich noch fetter. Genau. Hier bleibt das Fett in der Wurst mehr drin und kocht nicht so raus. Genau. Sie ist dadurch auch saftiger und geschmackvoller. Und dann gibt es natürlich was zu trinken. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Bier oder ein Rotwein. Und zwar habe ich hier einen Keckfrankosch. Kann man hierzu sehr, sehr gut trinken. Mhm. Oh, herrlich. Guten Appetit. Zufrieden. Du auch? Super. Einfach köstlich. Für unser feines Kartoffelsüppchen haben wir hier ein bisschen Wurzelwerk vorbereitet. Wir brauchen Sellerie, Möhren, Stangensellerie, Lauch, Zwiebel und Knoblauch. Und die werden in Butter angedünstet. Denn das soll ja nachher der Suppe auch Geschmack geben. Jetzt schneide ich schnell das hier noch klein. Ich habe mir von jeder Gemüsesorte eine kleine Tasse voll, so eine Espresso-Tasse voll, winzige Würfel gemacht. Die werden nämlich nur kurz blanchiert und kommen nachher als Dekoration über unsere Suppe. Und du bist mit den Kartoffeln zugange? Ich bin mit den Kartoffeln zugange und habe die geschält, schneide die jetzt in Würfel und so mache ich die auch ziemlich klein. Muss nicht sehr regelmäßig sein, aber nicht so groß, denn je kleiner sie geschnitten ist, desto weniger lang muss die Suppe nachher kochen. Also diese feine Suppe, sage ich Ihnen, das ist eine unserer Lieblingssuppen. Die gibt es bei uns immer Heiligabend zu Mittag. Das macht nicht viel Arbeit, es schmeckt einfach umwerfend und ist schon so ein bisschen die Vorfreude auf die Bescherung. Also die Gemüse andünsten und wenn die dann richtig überzogen sind von der Butter, können die Kartoffelwürfel dazu. Ach, und ein bisschen Chili. Das kann ja nie schaden. Nee, habe ich dir das nicht geschmissen. Ja, natürlich. Ich sehe es nur gerade und hatte es nicht im Kopf. Und jetzt die Kartoffeln dazu. Achtung. Ja. So, Salz. Pfeffer. Muskat. Majoran ist schön. Und wenn man hat, ist frischer Majoran natürlich ganz toll. Den tun wir aber dann ganz zum Schluss. Also zu Weihnachten hatten wir den nur in wenigen Jahren mit einem fast frostfreien Herbst. Gut. Und jetzt wird aufgefüllt mit Brühe oder mit Wasser. Also eigentlich ist bei der Kartoffelsuppe Wasser absolut ausreichend. Die Brühe gibt noch mal eine neue Dimension. Ja, und zu Weihnachten gönnt man sich ja noch ein bisschen was Intensiveres. Und dann machen wir den Deckel drauf und lassen es auch absolut weich kochen, ungefähr eine halbe Stunde lang. Und für unsere Dekoration in der Suppe brauchen wir ein bisschen gesalzenes, kochendes Wasser. Und dort hinein gebe ich jetzt diese kleinen Würfelchen. Und das ist ja in 2 Minuten gut. Dann nehmen wir sie raus und stellen sie beiseite. Und die Brühe kommt in die Suppe. Jawohl. Okay.
Ja, das braucht auch diese Menge an Flüssigkeit. Genau. Vor allem, wenn man mehlige Kartoffeln nimmt, wie ich es hier gemacht habe, dann wird die Suppe zwar seidiger, braucht aber ein bisschen mehr Wasser, weil ja das Wasser diese Stärke auslöst und dann bindet. Na, du nimmst mir ja meinen Wunsch. Lese ich dir von den Augen ab. Wir brauchen nämlich einen Topf, in den wir diese Kartoffelsuppe passieren kann, genau. Sodass das oben möglichst hoch sitzt und unten die Suppe, die nachher und da rauskommt. Und so ein praktisch, also bei uns gibt es ja auch Gemüsemühlen, das ist ja gar keine Frage, aber so praktisch sind die bei uns nie. Deswegen haben wir hier dieses Modell aus Italien und ich gebe dir das gerade alles rein. Upsa! Jetzt werden Sie sich fragen, warum nehmen Sie nicht den Mixer? Sie nehmen den Mixer deswegen nicht, weder Stabmixer noch einen anderen Mixer, weil die Suppe sonst schleimig wird. Und das ist überhaupt nicht schön und deswegen machen wir es so. Und dann brauchen wir als letzte Zutat zum Drüberstreuen Brotcroutons. Dafür nehme ich ein schönes würziges Brot, schneide es in kleine Würfel und röste sie kurz noch in Butter knusprig. Und das gibt dann, wie man heute neumodisch sagt, einen schönen Crunch. So, die Croutons sind auch schon soweit. Rascheln in der Pfanne, daran kann man hören, dass es auch in Ordnung ist. Die Suppe ist abgeschmeckt, die ist fertig. Ein Teil von unseren Würfelchen wird jetzt noch reingerührt. Und der Rest soll einfach, weil es hübscher aussieht, dann oben drüber gestreut werden. Ja, und traditionell gehört dazu natürlich entweder ein Wiener Würstchen oder kleine Würfel von Liona. Das ist eine typisch süddeutsche Fleischwurst. Kann man auch eine Schinkenwurst nehmen. Aber traditionell ist ja irgendwie in Deutschland das Wiener Würstchen oder Seitenwürstchen mit dem Weihnachtsfest verbunden. Ein paar Würfelchen? Und mittags sind wir bescheiden und abends gibt es dann eher was Feines. Etwas, obwohl diese Suppe ja sehr fein ist. Und sie ist fein, obwohl sie nicht mit Sahne verfeinert wurde. So zum richtigen Festessen. Geht das hier oben drauf und dann haben wir doch wirklich ein ganz, ganz köstliches Essen. Und dazu gibt es auch traditionellerweise bei uns immer einen alten Mosel. Also das kann ein 10, 15 Jahre alter Leichtfruchtiger sein oder eine 20, 25 Jahre alte Spätlese, die ihre Süße weitgehend verloren hat, aber trotzdem zu dem Schmelz dieser Suppe passt. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, wir haben Ihnen Lust auf Kartoffeln gemacht. Bis dann.